Yo, Periat Monos und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Together. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, Hat es vielleicht schon ein kleines bisschen gesehen. Hier unten hat sich so minimal was getan. Man sieht es ja auch so minimal auf der Karte. Ja, ich war so ein bisschen fleißig. Nachdem du den Schreck gekriegt hast, als du bei mir durchgelaufen bist, ne? Ja, nachdem ich gesehen habe, was du schon alles gemacht hast, habe ich diese Woche mal richtig mein Pulver verschossen, was ich heute recht... Denn ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist meine Motivationskurve etwas niedrig. Dementsprechend wundert euch nicht, falls ich eventuell mal ein wenig schweigsam sein werde. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber wir machen höchstwahrscheinlich auch nur eine kleine Aufnahme. Ab und zu hat man sowas ja halt mal, dass man mal in den Keller fährt, wie ich jetzt gerade getan habe. Denn auch hier, wie man sieht, mit der freundlichen Unterstützung von Gott, du Fail zeitweise, habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet und das zweite Untergeschoss ausgehoben. Ja, wo dann unser ganzer Flüssigspeicher hinkommen wird. Wir haben ja inzwischen auch unseren wunderbaren Fackelstick, da habe ich den total mit verjagt. Yay! Ich habe irgendwann, ich weiß nicht mehr, wo du dann nicht mehr weg warst und er hier unten am Ausbauen war, hat er mich irgendwas gefragt dazu, was das so für, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich stehe da nur, ja, Fackel-MG oder was? Was ist das? Er steht da hinten, ich setze mir eine Fackel hin, er in dem Moment springt hoch. Guck ihn an. Was denn? Was hast du denn? Du hast mich zu Tode erschreckt! Wieso wohl? Etwas leuchtet neben ihm auf einmal auf. Oder unter ihm. Ja. So, pop, ne, pop. Ja, genau, so über, wer weiß wie viel Entfernung, so flumm, und er hat sich ein bisschen verjagt. Ja, natürlich. Der Gute. Ja. Ja, und wie man hier schon sieht, der zweite Boiler ist noch nicht ganz fertig. Das wird dann für Flüssigkeit, wird dann halt der mit Biofuel betrieben, aber wie gesagt, da muss ich erst noch die Produktion hinstellen. In Form eines elendig langen, repetitiv zu craftenden MI-Netzwerks. Hey! Yay, womit wir heute vielleicht auch schon so ein bisschen anfangen werden. Zumindest das MI-Netzwerk so grundlegend machen, dass es schon mal von alleine arbeiten kann. Den Rest muss ich erst unten den Raum ausheben, aber das möchte ich euch lieber ersparen, denn, naja. Muss ich mal gucken, wie sieht das hier aus mit meiner Charcoal? Boiler, 1000 Grad. Wie gesagt, zur Not gebe ich dir eine Deep Storage und du tauschst das Ding dagegen aus. Das passt deutlich mehr rein. Ja, es ist schon klar, aber... Ich habe noch so ein paar über. Nun, also... Ich bin ja froh, dass es überhaupt jetzt mittlerweile so solide läuft. Ich habe ja die Woche über so manches Mal da gesessen und... jetzt muss ich erst nochmal lose normale Kohle holen, um das Ding über die Zeit zu retten. Beziehungsweise aufzuheizen. Das Aufheizen von den Dingern ist ja jedes Mal ein Akt. Ja, gut, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich glaube, das ist ungesehen oder unbestätigt. Ja. Achso, da fällt mir ein, ich habe hinten noch vorhin noch ein paar Stahlplatten rollen lassen. Mach die mal fertig, die brauche ich nämlich. Ja. Ja, ich würde mal sagen, können wir jetzt ja erstmal umschauen, was es noch so Neues gibt. Ein paar deiner Maschinen sind ja auch inzwischen hier runtergewandert. Nebenbei, ja, ein bisschen Laser. Ein bisschen Laser, ja, haben wir ja schon ein bisschen gesehen. Ich war da mal produktiv, wie gesagt. Hat auch überhaupt nicht viel Redstone und Diamanten gekostet. Wenn man dann noch an das andere... Ja gut, das ist... Ja, Sie werden es aber sehen. Ja, sagen wir es mal so, also von dem Juju-Matter, was wir geschenkt bekommen haben, ist fast nichts mehr da. Vielleicht noch vielleicht noch so drei, vier, fünf Stacks, aber das war's auch. Eine Produktionsstrecke dafür, oder? Wäre, glaube ich, mal so langsam ganz gut. Ja, ich glaube, so eine Juju-Matter-Produktionsstrecke würde schon mal was Vorteil machen. Oder vielleicht, wenn wir dann endlich mal so weit sind... Jetzt habe ich ja die Energie, wenn ich das zweite Ding auf jeden Fall fertig habe, dann geht es auf jeden Fall ins Villager Breeding mit MFA, weil so langsam... Mhm. Ich habe mal geguckt, wir sind jetzt irgendwo bei Folge 60 und wir haben noch nichts geschafft, außer riesenscheiß große Bauten machen. Also, da waren wir schon mal schneller. Da waren wir schon mal schneller, stimmt. Ja, so. Auch hier, man sieht, ich habe hier schon mal so ein bisschen was getan, ja. Gut, man muss ja sagen, wir haben... dieses Mal ja auch ein bisschen mehr von den ganzen Aufbauten wirklich gezeigt. Beim letzten Mal haben wir das ja auch groß weggelassen. Ja, da haben wir ja nur am Anfang so ein bisschen gezeigt und haben dann das Bauen selbst weggelassen. Genau, wie war das? Von einer Aufnahme zur anderen war eine Burg da. Ja, von einer Aufnahme zur anderen war eine Burg da. Ja, man sieht schon, ich habe auch schon ein bisschen, wie gesagt, mit Applied Logistics angefangen. Auch schon mal hier mich an das bisschen Netzwerk, was wir schon haben. Herr Okami war fleißig. Verrät das. Herr Okami war fleißig. Ein Großteil war ja sogar schon vor der letzten Aufnahme, da muss man sagen. Ja, aber da... Das hier kennt man ja vielleicht noch so ein bisschen. Jo. Auch jetzt, dass es ein paar Deep Storage mehr geworden sind, wie man sieht. Hier ist halt so der Anfang vom ME. Wenn man mal gucken will, hier hinten ist schon so ein bisschen was angeschlossen.
ja, ne, wie gesagt, er war fleißig. Ja. Hier ist ein Werkzeug zu mir. überhaupt auch, vor allem überhaupt auch kein aufwendiges Crafting, weil du hast das ganze Jahr mit dem Dings gemacht, ne, mit den Lasern. Gelle? Ja, und alles handgecraftet, nichts automatisiert, wirklich so. Und hier haben wir halt schon mal so ein bisschen was. Gucken, geht das? Geht das? Erkennt er das? Nein, erkennt er so nicht. Moment. Stromkabel noch hinten dran? Kabel noch dabei. So, jetzt müsst ihr das eigentlich erkennen. Hm. Na ja, gut, okay, wir haben. Ja, jetzt Drive ist drin. So, dann können wir hier nämlich die Dings dann nachher noch reinschmeißen und den Speicher noch massiv erweitern. Okay. Im Übrigen, Zuschauer kennen ja, stimmt, beim letzten Mal haben wir das ja alles gar nicht Zeit. Das hier hat sich ja auch so ein bisschen verändert, dekotechnisch etwas angehübscht. Ja, ich finde es mal wieder auch sehr schön. Auch dieses nette Schild hier, was auch hier unten und oben ist, Zutritt nur für befugtes Personal und mit Erlaubnis. Ja. Nachdem die Hundis ja doch so ein oder anderes Mal weil einen auf Mütze gekriegt haben, nur mal einen kleinen. Inzwischen habe ich ja einen halben Stack Hunde, schön abgezählt. Ich würde jetzt gerne einen Hund streicheln, aber ich lasse es lieber. Wenn dann die von oben noch dazukommen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis du die oder die dich gekeilt haben, ne? Warte, ich glaube, dieses Schwert macht irgendwas bei 8 Schaden. Was ich mir gebastelt habe. Wolf hat 20. Brauche ich doch ein paar Schläge mehr. Ja, hier ist auch so ein bisschen schöner geworden. Man hat, sieht ja schon auch ein paar Tresore, um die Wertsachen zu beschützen, wo halt nur OP oder Eigentümer drankommt. Ich wollte gerade sagen, toller Tresor. Es ist ja nicht meiner. Ja, wir beide kommen an jeden dran. Ja, andere wir beide kommen Mitspieler an jeden dran. Nicht. Ja. Ja, hat hier schon mal so ein bisschen was gemacht. Auch den einfach kompressten Cobblestone schon mal als Dekomaterial verwendet. Auch sehr schön. Richtig, hier ging es halt leider dann nicht an der Wand, wegen, ja, Außenwand musste halt wie lässt so sich aussehen. Halt, nicht schneiden, ne? Richtig, ein bisschen Energieversorgung. Hier fehlt sie sogar noch. Also da, wo die Fenster fehlen, weil das kann man ja dann auch von außen mal zeigen. Es war dann, wie kriege ich hier unten Strom rein? Weil das ist nichts verschandelt. Kellerfenster. Hier kann man immer so gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an diesen Project Benches, die wir jetzt hier noch mit einem Mod dazu zusätzlich reingepackt haben, geil finde, ist, dass er genauso wie bei Zycraft dann zwar nicht die Einzelteile des Rezepts, aber das Ergebnis des Rezepts obendrauf rendert. Richtig. Hier das sieht man ja Force Engines, könnte ich theoretisch auch, habe ich noch für 4 Stück, ich glaube für 4 Stück habe ich sogar noch drin. Ach ja, da will er mal. Das könnte auch noch für 7 reichen. Na, ich brauche nur noch 4. Mehr passen unten nicht mehr rein. So, 4 Stück. Auch hier halt schon so ein bisschen was angefangen mit Maschinchen und hier halt auch schon ein bisschen was. Squeezers. Ach ja, die brauche ich ja, das wird dann der nächste Akt. Squeezer und sowas brauche ich dann ja auch, wenn ich dann nachher wieder da unten meine Flüssigkeiten basteln will. Richtig, und wie gesagt, hier in den ganzen Tables sind einfach unterschiedliche Sachen drin, weil ich mir zwischenzeitlich die hingestellt habe, weil ich nicht mal alles umtauschen wollte. Welches Holz ist das hier eigentlich? Muss ich mal gerade sagen. Das da ist Bloodwood. Ah. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Hast du es eigentlich irgendwie hingekriegt, diesen Baum mal zu pflanzen? Nein, das habe ich noch nicht hingekriegt. Das hat bis so weit gereicht und ich hab's aber mal vor. Ich will's mal ausprobieren. Der wächst ja von oben nach unten. Ja, ich hab schon überlegt, ob ich das unten einfach mal im Keller, wenn ich nochmal richtig tief schachte, da einfach mal eine Decke dranhänge, einen Nasa-Rack oder so und gucken, ob er wächst. Ja, mal gucken, ob der wächst. Das wäre nämlich mal interessant zu wissen, ob der viel habe ich nicht mehr. In der Oberwelt wächst. Im Zweifelsfall können ja unsere Zuschauer, die das vielleicht wissen, uns das mal in die Kommentare schreiben. Richtig. Mal ein bisschen Feedback. Ist jetzt die Frage, wollen wir erstmal hier oben der Etage bleiben oder so, wie ich es eigentlich auch gebaut habe? Ne, wir können ja hier erstmal weiter gucken. Ich meine, hier ist ja nicht. Ja, warte mal kurz. Zauberstab in die Hand. Juju Meta erscheine, ne? Oder wie? Guck mal, wo kommt das Ding denn her? Wo? Das leicht unterdimensionierte, noch nicht ganz abgestimmte System. Ja, wenn man bedenkt, wo wir beide mit Vizibis angefangen haben, habe ich ja nicht mal einen Induction Furnace bauen können. Ja, und mittlerweile baut er hier zwar relativ riesig immer noch, aber voll funktionsfähig. Ja, das riesig liegt einfach daran, dass ich es eigentlich auch ganz gerne so habe, ein bisschen übersichtlicher, um wegen Raum. Raum ist da, Raum muss aufgebraucht werden. Richtig, kann man ja auch so machen. Selbstverständlich kann man das Ganze auch noch kleiner machen. Warum hast du eigentlich die letzten beiden hier nicht angeschlossen? Die sind von unten angeschlossen. Daher sind ja auch immer goldene dazwischen, damit es etwas flotter läuft. Die sind von unten, ja, Zwischendecke, die ich nicht zeigen werde. Jedenfalls noch nicht. Ach ja, stimmt ja, du hattest ja vorhin nur die Iron Pipes, da war das ja relativ langsam. Richtig, weil über die Iron... Weil sonst hätte ich jetzt nur die goldenen, würde es immer wieder in den nächsten mit reinwandern und das wollte ich halt nicht. Darum halt die Iron, weil man die ja erstellen kann.
Ja, aber eigentlich müsste das, die Iron Pipe lässt doch aber auch in den Eingang, in den sie rauslässt, nichts zurücklaufen. Also müsste es doch eigentlich auch so gehen, wenn du aus dem dann in die Gold Pipe Richtig. reingibst. Müsste es doch Richtig, richtig. eigentlich auch direkt gehen, oder nicht? Also, ich hätte, ich weiß jetzt, ich verstehe jetzt nicht ganz, wie du meinst, Naja, aber du gut. hast doch hier die Iron Pipe lässt doch nur von sich aus in die Richtung raus, in Wo die das Ding das hier ist. Vollmaterial ist. Genau. So, und wenn du jetzt aber die Golden Pipe, aber die lässt doch auch durch das Vollmaterial auch nichts in sich zurücklaufen. Nee, die lässt soweit nichts zurücklaufen. Das heißt, es müsste doch dann selbst, wenn du dann hier aus der Golden, hier aus dem hier rausgibst in die Golden Pipe, das müsste ja gehen. Aus dem hier, wo ich gerade drauf stehe, Naja. hinten raus, müsste das doch dann auch nur nach links weglaufen können und nicht nach rechts. Ja, hätte eigentlich funktionieren können, so ja. Ist jetzt nur mal, fällt mir jetzt nur mal so Stimmt, gerade aber ich auf. sag mal so, ich hab's jetzt so gelöst, wie Ja, gesagt. natürlich, war jetzt nur halt, ne? Das schiebe ich dann auch noch auf meine Unerfahrenheit mit dem ganzen Kram. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Ich das meine, könnte irgendwas funktionieren. war da mal. Also, wenn die Zuschauer das wissen, können sie da gerne sich zu Ja, äußern. bitte. Weil ich Aber wie weiß es gesagt, ich nämlich lasse mich gerade da auch gerne nicht. belehren und ich weiß nicht, Hundertprozentiger irgendwie hatte Pipe. ich da, glaube ich, beim Testlauf irgendwas, was dann nicht so wollte und deswegen habe ich das am Ende so gemacht. Ja, Irgendwas war nun. da, glaube ich. Und ja, man sieht ja, von unten kommt auch ordentlich was hoch. Sehr viel sogar. Wie gesagt, das zeige ich jetzt mal nicht, warum. Hier geht es halt in den Recycler rein, die soweit auch einigermaßen abgestimmt sind, dass das eigentlich nicht volllaufen sollte. Trotzdem haben wir irgendwie noch so kleine Probleme, dass fast 250.000 Cobblestones in den Deep Ja. Storage reingelaufen sind. Weswegen jetzt ja noch ein Chunk Loader oben drauf steht. Gucken wir mal, woran das liegt. Wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Es passt ja genug rein. Und ansonsten halt, bis zu diesem Auto Workbench wird es jetzt schon genutzt, was dann doch schon eine Menge ist. Und sechs Mass Fabricator benutze ich, muss ich sagen, da habe ich leider am Anfang den Bock geschossen. Ich hatte die nur über 11 Low Volt angeschlossen. Dementsprechend, verdammt, der läuft voll. Du brauchst einen mehr, du brauchst einen mehr, du brauchst einen mehr. Und am Ende dann kam Kevin Tobi, war es, glaube ich, hier und sagte: Sag mal, das kannst du doch auch mit mehr Strom betreiben. Scheiße. Ja, und jetzt bin ich hier noch am Nachrüsten, dass das dann trotzdem wieder ausgenutzt wird, weil ich es nicht abreißen will. Ja. Und wie schön auch ist, dass wir noch, dass ja zu dem noch ein paar Pipe-Mods dazugekommen sind, dass wir jetzt unter anderem die Insertion Pipe Oh, haben, die mag ich sehr gerne. die dann einfach, wenn das Inventar, was da drunter ist, voll ist, es einfach bis zu dem Inventar weiterreicht, wo es reingehen kann. Richtig. Und hier läuft's gut. Wie man sieht, die Deep Storage ist leer. Das ist Ja, also soweit noch perfekt die getan. vorderen sind zwar immer relativ voll und Ja, da die müssen sie auch sein. Autocrafting, sag mal, die Auto-Workbench hier braucht die eigentlich, nee, die braucht keinen Saft, ne? Die craftet Nein. immer noch von Die alleine. craftet völlig alleine. Du legst das Rezept also in dem Fall, wie man es. Aber sie craftet halt nicht mehr sofort. Sie hat jetzt ein Zeit-Delay gekriegt. Okay. Weil mit Und denen habe ich. dementsprechend habe ich das ja auch genauso wie mit den Recyclern so gemacht, dass ich so viel hingebaut habe, dass ich am Ende dann einen habe, der nicht voll läuft, sondern wo immer gerade so ist, Ja, das damit es ist ja halt auch nicht am überlaufen besten. können. Und so habe ich das ja auch hier mit den Timing von den kleinen Recyclern gemacht, Ja, dass der das letzte sind. immer leer läuft. Und das ist halt das, was mich irritiert, dass trotzdem in der Deep Storage immer mehr drin ist, jedes Mal, wenn ich drauf komme. Ja, das ist wieder die Frage, dass ob da wieder irgendwas irgendwo ist, was nicht richtig Ja. geladen wird. Und Mal gucken, wie es vielleicht, sich jetzt verhält mit dem zweiten wenn, Chunk Loader. Wenn es dann genau, aber immer noch nicht ist, dann ist bestimmt dann irgendwas könnte es wieder. gegebenenfalls vielleicht an den Ultimate-Solarpanelen liegen, dass die dann vielleicht durch den Chunkloader nicht richtig geladen werden und deswegen meine Energieversorgung leer läuft. Weil das ist ja der einzige Grund, warum das geschehen kann. Die Eigentlich Igneos produzieren. unwahrscheinlich, weil meine Advanced-Panels hinten haben mein System auch Naja. immer voll gepumpt, wenn ich nicht auf dem Server war, im Chunk Gut, Loader. gut. Ja, du hast ja da noch die Wasser mit Watermills Ja, mitlaufen. aber die produzieren nicht so viel, dass Das man ist. damit mal eben drei MFIs voll kriegt. Ja, hier hängen ja vier Stück dran. Also, Ja. Ja, MFIs und und auch hier keine ist halt in der MFSUs, Iron Kiste. Ich habe vorhin noch ein bisschen vorbereitet, wie gesagt, für die Erweiterung noch. Vor allem, weil mir auch Pipes wieder ausgegangen sind und alles. Item-Tesserakte werden dann auch, also ich möchte die dann einsetzen, weil später soll hier dann der Item-Tesserakt hin, in die Mitte und dann von dort automatisch ins ME-System rein. Also dass dann dort hinten auch ein Deep Storage dafür ist. Dann brauche ich von hier keine Leitung rüberlegen. Was zwar auch nicht so weit wäre, aber naja, gut. So, ich meine, Oh, wie gesagt. das kann ich ja alles noch. Wie gesagt, für jemanden, der sich bis vor kurzem noch gar nicht mit sowas ausgekannt hat und geweigert hat, na, ist das doch schon. Du, ich hab da, glaube ich, noch einen Tipp für dich. Und zwar, du hast ja jetzt hier sowieso diesen Bogen von den oberen runter mit den. Na gut, okay, aber du hast unten keine Goldpipes dazwischen, ne, dann geht das wieder nicht.